Hallo meine lieben Blubberfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tag-Video. Vor einer gefühlten Ewigkeit hat mich die liebe Leseratte Ivy mit dem Entweder-Oder-Tag getaggt. Und es hat jetzt wirklich super lang gedauert, bis jetzt hier meine Tag-Antwort kommt. Tut mir wirklich sehr leid. Ich habe einfach nie die Zeit gefunden und dann ist er wieder in Vergessenheit geraten. Jetzt möchte ich die Video-Antwort für die liebe Yvonne aber gerne abdrehen und möchte die 15 Entweder-Oder-Fragen zum Thema Buch beantworten. Frage 1. Schmales Buch oder fetter Wälzer? Also so ganz fette Wälzer, so mit, weiß ich nicht, 1000 Seiten, machen mir immer ziemlich Angst und da traue ich mich so gut wie nie ran. Deswegen würde ich hier sagen, lieber schmales Buch. Wenn jetzt mit fetter Wälzer ein 500 Seiten Buch gemeint ist, dann ist es kein Problem, dann mag ich die meistens sogar lieber als ein schmales Buch. Aber ich glaube, ein fetter Wälzer fängt ab 1000 Seiten an und da entscheide ich mich dann doch lieber für das schmale Buch. Frage Nummer 2. Gebraucht oder neu? Natürlich ist es immer schön, ein neues Buch in der Hand zu halten, aber ich habe auch nichts gegen gebrauchte Bücher. Ich mag es, wenn Bücher gelesen sind und auch gelesen aussehen. Deswegen, ich weiß nicht, für was ich mich jetzt entscheiden soll. Das hält sich die Waage, gebraucht oder neu. Ist eigentlich egal. Frage Nummer 3. Historisch oder Fantasy? Ich bin jetzt kein großer Fan von historischen Romanen, würde mich aber doch, würde mich aber doch für historisch entscheiden, wenn Fantasy High Fantasy wäre. Also wenn es nur so um Zwerge und irgendwelche komischen Figuren geht, dann nein, ist das nichts für mich. Dann lese ich lieber einen historischen Roman, wenn ich mich da entscheiden müsste. Wenn es aber so um Urban Fantasy geht, eine reale Welt, in der so Fantasy-Elemente eingebaut sind, dann doch lieber Fantasy. Frage Nummer 4, Hardcover oder Taschenbuch? Ja, es sind tolle Fragen, liebe Ivy, aber ich kann mich nie entscheiden, das ist ganz, ganz, ganz blöd. Ich mag Hardcover sehr, sehr, sehr gerne, die sehen wunderschön aus, aber so für unterwegs sind Taschenbücher dann doch schöner. Wobei, ja, wenn ich mich für ein Mittelding entscheiden könnte, dann wähle ich die Klappbroschüre, denn das sind ja doch recht festgebundene Bücher. Gebunden sind sie ja nicht, broschierte Bücher. Und dann sind wir da mal diplomatisch und entscheiden uns für die Mitte, für Klappbroschüre. Frage Nummer 5, lustig oder traurig? Ganz klar lustig. Natürlich mag ich auch Bücher, die vielleicht traurige Szenen haben, die emotional sind. Aber wenn es ein von vornherein her sehr trauriges und schwieriges Buch ist, mit einem schwierigen, belastenden Thema, dann lasse ich da lieber die Finger von. Damit kann ich gar nicht umgehen und ziehe dann die lustigen und amüsanten Bücher vor. Frage Nummer 6. Sommer- oder Winterleser? Ich lese das ganze Jahr über. Momentan habe ich das Gefühl, dass ich im Sommer mehr lese als im Winter, aber ich glaube, das ist einfach nur phasenabhängig. Das hat mit der Jahreszeit nichts zu tun. Frage Nummer 4. Klassiker oder Mainstream? Ich lese ganz, ganz, ganz wenig Klassiker. Das, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding. Da zähle ich doch eher zu den Mainstream-Lesern. Frage Nummer 8. Ratgeber oder Romane? Ganz klar Romane. Ratgeber, nichts für mich. Da habe ich auch, glaube ich, keinen einzigen im Regal stehen. Nee, damit braucht ihr mir nicht ins Haus kommen. Ich bevorzuge definitiv die Romane. Frage Nummer 9. Krimi oder Psychothriller? Psychothriller, natürlich. Wenn ich meine Herren Dorn, Strobel und Fitzek nicht hätte, was wäre dann mein Bücherregal? Nein, nein, nein. Also definitiv Psychothriller. Ich mag es, wenn man so ein bisschen mit mir spielt und mich in die Irre führt. Und wenn ich abends im Bett liege und Angst habe, dass da gleich irgendjemand reinkommt. Und doch, Psychothriller auf jeden Fall. Frage Nummer 10. E-Book oder Printausgabe? Ganz klar Printausgabe. Mit E-Books habe ich gar nichts am Hut. Ich habe keinen E-Reader und möchte mich da auch so lange es geht von fern halten. Frage Nummer 11. Sammeln oder ausmisten? Ich miste aus. Das Wort klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich sammle meine Bücher nicht. Ich finde, Bücher sollen gelesen werden. Ich gebe sie super gerne weiter. Habe deswegen auch ein Tauschregal auf meinem Blog. Schaut mal vorbei. Dort findet ihr viele verschiedene Bücher, die ich momentan gerne loswerden möchte. Und vielleicht kommen wir ja ins Tauschgeschäft. Frage Nummer 12. Internet oder stationärer Buchhandel? Stationärer Buchhandel. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als durch eine Buchhandlung zu laufen, durch so eine gemütliche Buchhandlung. Wobei große, okay, mag ich auch ganz gerne, aber ich bevorzuge natürlich meine Lieblingsbuchhandlung. Es ist eine recht kleine, gemütliche, trotzdem sehr, sehr, sehr gut sortierte Buchhandlung. Und ich wäre super, super, super traurig, wenn es die irgendwann nicht mehr geben würde. Deswegen definitiv stationärer Buchhandel.
Meine Lieblingsbuchhandlung ist aber doch eine Ecke weit weg, deswegen bestelle ich auch gerne im Internet, aber eben bei meiner Lieblingsbuchhandlung, die auch einen Online-Shop hat. Ich werde euch den Online-Shop mal verlinken. Die liefert nämlich auch sehr, sehr, sehr schnell, kann auf jeden Fall mit Amazon und Co. mithalten und hat eine viel bessere Beratung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da auch eine E-Mail hinschreiben oder kurz anrufen. Ja, ich bin ein Amazon-Gegner, das sage ich hier mal ganz klar. Und ja, entscheide mich in dieser Frage mal für den stationären Buchhandel. Frage Nummer 13, Backlist oder Novitäten? Ich liebe es, in Neuerscheinungen zu stöbern und finde es auch immer ganz, ganz toll, auf solche Erscheinungstermine zu warten und sich dann schon am ersten Tag das neue Buch zu besorgen. Aber ich greife auch ganz gerne mal auf die Backlist zurück und schaue mal in mein Bücherregal, schaue mir meine ungelesenen Bücher an, denn da sind oft auch ältere Titel dabei und auch die mag ich. Deswegen hält sich das hier auch die Waage. Frage Nummer 14, Bestseller oder Ladenhüter? Bestseller, denke ich, weil an die Ladenhüter, weiß ich nicht, kommt man ja eher selten ran. Man informiert sich ja eher über die Bestseller, man hört mehr von Büchern, die gut laufen, die gut ankommen. Und Ladenhüter, ja, das sind dann meistens oder oftmals auch Bücher, die einfach nicht so gut sind oder nicht so gut ankommen. Ich weiß nicht, also ich denke Bestseller. Ich lese häufiger Bestseller, ja. Frage Nummer 15, Koch- oder Backbuch? Ich bin eine Niete am Herd. Ich koche und backe eigentlich nicht so gerne. Wobei, wenn ich dann mal koche oder backe, dann mache ich das auch sehr gerne und mit Leidenschaft. Aber ich kann mich dazu meistens nicht so aufraffen. Ich bin da eher so der minimalistische Typ. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Backbuch. Für den Winter, für Plätzchen und so weiter. Ja. Gut, das waren die 15 Entweder-Oder-Fragen. Ich bin der Meinung, dass man solche Tags immer weiterreichen sollte. Ich finde es immer blöd, wenn man nur sagt, ich tagge alle, die mitmachen wollen. Ich habe mir 3 bzw. 4 Kanäle rausgesucht, von denen ich unbedingt wissen möchte, wie sie die Fragen beantworten, die Entweder-Oder-Fragen. Ich habe auch nachgeschaut, ihr habt den Tag alle noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum nicht. Vielleicht hattet ihr noch keine Lust, ihr habt ihn vielleicht noch nicht gesehen. Ihr macht vielleicht allgemein keine Tags. Mal gucken, denn Kanal Nummer 1, Chocolate Pony, die liebe Nadine, ich habe keine Tags bei dir entdeckt, aber vielleicht hast du ja Lust, mal diese Fragen zu beantworten. Du bist also hiermit ganz, ganz herzlich getaggt. Kanal Nummer 2, die Chaos-Tante Karin, die Chaos-Fabrik. Liebe Karin, bitte, bitte beantworte die Entweder-Oder-Fragen. Nummer 3, Roses and Ivy, die liebe Mone, die hat mich gerade gestern mit dem Ein-Wort-Tag getaggt und deshalb revanchiere ich mich direkt mit dem Entweder-Oder-Tag. Und Kanal Nummer 4 ist Herzgedanke. Auch über deine Antworten würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ihr Lieben, das war hoffentlich kurz und knapp. Ich habe das jetzt gar nicht so im Gefühl, wie lang das Video geworden ist. Das war auf jeden Fall der Entweder-Oder-Tag für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viele liebe Grüße und ach und stopp, kleinen Moment noch. Vielleicht habt ihr auch Lust, mir die Fragen zu beantworten. Wir können ja ein bisschen unter dem Video zu diskutieren. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr die Fragen vielleicht beantworten würdet. Vielleicht habt ihr auch noch die eine oder andere Frage oder einen Kommentar zu meinen Antworten. Dann lasst uns ein bisschen blubbern. Ich freue mich auf euer Feedback. Jetzt aber ciao und bis zum nächsten Mal.